Was macht Tarzan in Manhattan? Langweilt er sich, besucht er die Freiheitsstatue? Was will er bei den Stadtverrückten? Er sucht Cheetah. Der kleine Kamerad wurde entführt. Tarzan, der Herr des Dschungels, kämpft sich durch die Großstadthölle. Das ist die schärfste Art, ein Taxi anzuhalten, auch in New York. Hässliche Gegend. Ich merke schon, Sie haben was gegen Krawatten. Ich kenne einen Laden. Da gibt's schöne Socken. Der Junge hat's nicht leicht. Na? Aua! Du siehst gleich aus wie dein Hund. Der Zahn von dem ist nicht echt, nur angeklebt, weil er nachts mit Dracula spielt. Du wirst ihm Gesellschaft dabei leisten, du Nase. Die Kaputten haben Ausgang. Sofort runter von den Möbeln. Du zerkratzt die Politur und verbiegst die Stange. Dieser Spätwen ist mein Vater Archie. Archimedes Rüpold, Privatdetektiv. Ja, so hat jeder in Manhattan seinen Knall. Manche haben auch Affen. Du hast doch wieder das Fenster aufgelassen. Oh wei, dann wird's aber reinregnen. Es soll Schlimmeres geben. Oh ja, zum Beispiel bekloppte Bullen. Tarzan in Manhattan. Da können die Bullen Urlaub nehmen. So viel Verrücktheit scheint anzustecken. Da kann man sich als kleiner Affe nur schämen. Tarzan in Manhattan.